Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe euch gesagt, ich habe mir ein Enduro bzw. Supermoto und da steht sie. Eine Generic Trigger habe ich mir gekauft für einen guten Preis. Also ja, ziemlich guten Preis. Und da wurde alles gemacht von der Fachwerkstatt. Also der Motor wurde komplett erneuert von der Fachwerkstatt und gewartet und so. Also das Ding befindet sich technisch echt in super Zustand. Sieht einfach nur mega aus, vom Schwarz finde ich cool. Und es werden auch weitere Videos bald folgen von mir. Was kann man noch zum Trigger sagen? Ist ein riesengroßes Ding, also ich bin jetzt nicht der Größte. Ich bin jetzt 1,75 und komme halt gerade noch so gut hoch. Und es fährt sich einfach richtig gut, richtig gemütlich, hockt man da oben drauf. Und die zieht auch ziemlich gut. Top Speed so um die 60 km/h. Und ja, hammer gutes Ding. Also fährt sich echt super. Ja, das war's kurz zur Generic Trigger. Und wie gesagt, kommen dann bald Videos. Guckt ihr den Auspuff hier hinten dran, sieht echt stylisch aus. Ja. Momentan hat, also laut Tacho hat das Ding 9.800 Kilometer drauf. Sagen wir so, ich habe weniger als 700 € bezahlt für das Ding. Weniger als 700 €. Und das finde ich echt einen guten Zustand. Ja, das war's zum Video. Könnt ihr gerne kommentieren. Geld habe ich, wie gesagt, keine gehabt für Aprilia oder die anderen Derby oder ja, Beta. Für diese Enduros, Supermotos und hat das Geld nur für die gereicht. Und ich finde, die veroptischen, jetzt sieht die besser aus als die anderen. Und für den Preis unschlagbar. Ja, könnt ihr gerne Kommentare schreiben. Es wird auch weitere Videos, wie gesagt, kommen. Und ja, könnt gespannt sein. Bis dann, macht's gut.